Liebe Leute, Mission Waves findet dieses Jahr statt. Dieses Jahr gibt es das Berufsfindungs-Surfcamp in Spanien. Im September werden wir eine Woche uns zusammentreffen und einerseits surfen lernen, andererseits unsere Berufung, unser Ikigai finden. Ich bin ziemlich motiviert, mir taugt's ziemlich. Es gibt noch einiges zu tun. Ich zeige euch jetzt, wie ich mich darauf vorbereite, was ich alles aus Online-Marketing gelernt habe und wie du das einsetzen kannst, um dein Startup besser zu bewerben. Im Prinzip geht es um die folgenden Schritte. Zuerst wollen wir mal definieren, wer ist überhaupt die Zielgruppe? Wen wollen wir überhaupt ansprechen? Dafür gibt es einen speziellen Buyer-Persona-Prozess, den ich als ersten Schritt gerne starten würde. Der Buyer-Persona-Prozess beginnt damit, dass ich mir anschaue, okay, wer waren meine bisherigen Kunden? Wen hat das Angebot bisher sehr angesprochen? Dies fülle ich in ein Excel-Sheet, das ich speziell für diesen Prozess erstellt habe. Der Buyer-Persona-Prozess liefert interessante Erkenntnisse auch schon jetzt für Mission Waves, weil die bisherigen Kunden hatten alle auch Gemeinsamkeiten. Zum Beispiel, sie wollten alle Klarheit finden. Sie wollten alle eine Entscheidung treffen über ihre zukünftige berufliche Laufbahn. Sie haben vielleicht schon Berufe ausgeübt, wollen sich aber umorientieren oder sie wollten sich für ein Studium entscheiden. Sie hatten alle viele Möglichkeiten, sie waren zwischen 20 und 30 Jahren alt und sie waren eigentlich nicht sehr Social Media affin. Wie sie auf mich kamen damals oder auf Mission Waves war über Freunde, Kollegen oder Bekannte. Also Word of Mouth Marketing. Dies liefert schon interessante Erkenntnisse, dass wir vermutlich über Word-of-Mouth-Marketing die meisten Leute erreichen werden für Mission Waves. Also, spread the word that it's on. Das heißt, das war der erste Schritt. Wir haben unsere Buyer-Persona definiert. Eine Buyer-Persona ist eine fiktive Person, die wir ab jetzt ansprechen können, beruhend auf Vergangenheitsdaten und akademischen Raten. Der nächste Schritt, der sehr hilfreich ist, ist ein Before-After-Grid zu zeichnen. Ein Before-After-Grid zeichnet den Transfer. Jede Marketingleistung möchte dokumentieren, wie das Produkt deinen Kunden verändert. Jedes Produkt verändert ja dich. Das heißt, wir schauen uns an, wie bist du, wenn du das Produkt noch nicht konsumiert hast, und wie ist dein Status oder was hast du, wenn du die Dienstleistung gemacht hast? Mit Hilfe des Before-After-Grids kannst du sehr gut die Kommunikation, also zum Beispiel Flyer oder Nachrichten, konzipieren für deine Buyer-Persona. Ich finde am besten so ein Before-After-Grid tatsächlich schriftlich zu machen, weil das einfach irgendwie intuitiver dann abläuft. Und im ersten Schritt schreiben wir uns einfach das Produkt auf, in diesem Fall eben unser Berufsfindungs-Surfcamp und die Buyer-Persona, also an wen diese Nachricht gerichtet ist. Das Ganze sieht im Nachhinein so aus. Wir schreiben auf das Produkt Berufsfindungs-Surfcamp, wir schreiben auf eine fiktive Buyer-Persona und dann schreiben wir den Status, was hat die Person davor, wie fühlt sie sich, wie schaut der Average Day, also der Durchschnittstag aus, welchen Status hat die Person und was für Good-Evil-Problematiken hat sie. Also, beispielsweise unsere Buyer-Persona, bevor sie das Berufsfindungs-Surfcamp gemacht hat, fühlt sich orientierungslos, fühlt sich sinnlos, hat kein direktes Ziel vor Augen, weiß nicht, wo es hin will, fühlt den Druck, sich entscheiden zu müssen, irgendwo hinzugehen. Nachdem sie oder er das Berufsfindungs-Surfcamp gemacht hat, ist Klarheit da, ein genaues Ziel vor Augen. Wir haben endlich Orientierung gefunden.
wir wissen ungefähr, wo es hingehen soll oder schon sehr genau, wo es hingehen soll. Das heißt, wir haben ein positiveres Gefühl, positiveres Lebensgefühl, mehr Hoffnung. Wie schaut der Average Day aus? Genau nach dem Aufstehen weiß unsere Bayer-Persona, was zu tun ist, weil sie so ein genaues Ziel vor Augen hat. Okay, das waren die ersten beiden Schritte. Der erste Schritt war, wir finden heraus, wen wir überhaupt ansprechen wollen. Der zweite Schritt war, wie sprechen wir diese Zielgruppe überhaupt an? Okay, der dritte Schritt ist für mich sehr simpel. Ich habe nämlich eine Nachricht bekommen vom Surfcamp-Besitzer, was er alles benötigt von mir, um auch dafür Werbung zu machen. Website-Text für den Workshop, Fotos von vergangenen Workshops, Fotos von mir, Preis für den Workshop. Perfekt. Website-Text für den Workshop. In diesem Zug wäre es auch gut, natürlich die eigene Website www.missionwaves.com neu zu überarbeiten. Herzlich willkommen bei Mission Wave. Folgende Frage: Soll ich in diesem Also, als erstes werden wir die Startseite neu überarbeiten, der Webseite. Leider habe ich kein ideales Theme dafür und es wäre jetzt zu umständlich, das alles umzustellen. Also wir versuchen, daraus zu machen, was wir können. Video gleich am Anfang ist einmal sehr gutes Best Practice. Gut wäre der Button natürlich over the fold. Aber das geht mit diesem Theme leider nicht. So, ein weiterer Trick, wie ich zu guten Texten komme, ist die Seite snazzy.ai. Snazzy.ai, das ist eine künstliche Intelligenz, die einem hilft, Texte, Werbetexte und so weiter zu verfassen. Und hier kann man sich 5 Gratistexte pro Tag machen lassen. Das heißt, ich schaue mal, ob ich was Kostenloses hier für meine Webseite bekomme. Am besten funktioniert, finde ich, Landing Pages. So, wir haben Mission Waves. Start your career with a wave of purpose. Find your dream job with the help of Mission Waves. So, Webseite ist erstmal abgedatet. Es gibt noch viel zu tun. Letzter Schritt ist nämlich dieses Video schneiden. Ja, wenn ihr jemanden kennt, der bei Mission Wave mitmachen möchte, wenn ihr jemanden kennt, der orientierungslos ist und eine Berufung finden möchte, dann zögert nicht, kontaktiert mich sofort bitte, lasst es mich wissen. Ich danke euch und wir sehen uns im September bei Mission Waves.